Ja, bitter ist die Niederlage, stimmt. Aus meiner Sicht hat der Schiedsrichter ein bisschen Einfluss gehabt. Ich glaube, wir hätten den Handelfmeter kriegen müssen zum 2-2, den er nicht gibt. Und vor dem 1-3, aus meiner Sicht auch ein Foul an den Spieler Pierre Henke mit der Nummer 14. Daraus entsteht das 1-3. Kann man schon sagen, dass der Schiri ein bisschen Teil hatte, aber nicht die Hauptschuld trägt. Wichtig ist, dass wir noch im Rennen bleiben und weiterhin, sage ich mal, am Leben bleiben im Aufstiegsduell. Da mussten wir heute die 3 Punkte mitnehmen. Und das ist uns gut gelungen. Wir hatten eine gewisse taktische Vorgabe, beziehungsweise habe ich mir das so vorgestellt. Das haben die Jungs gut umgesetzt. Ja? Das haben sie in dem Falle sehr gut umgesetzt, wenn man sich das Spiel so angeschaut hat. War jetzt Concordia Wittenau nicht spielbestimmt oder auch hatten keine brenzligen Situationen oder herausgespielte Chancen. Wir wissen, wo ihre Stärken sind. Und da haben wir gut gegengearbeitet, haben im Großen und Ganzen das Spiel verdient gewonnen. Wenn es, sage ich mal, ein bisschen glücklicher läuft, dann steht zur Halbzeit noch 2-0. Wenn Erdi den noch gut runterbekommt und reinschiebt, dann sage ich mal, dann sieht das ganze Spiel in der zweiten Halbzeit schon anders aus. Aber die Jungs haben es gut gemeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, gut, ist jetzt das dritte Jahr, wo wir mit oben spielen. Und dieses Jahr waren wir so weit wie noch nie, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Punkte haben wir uns erarbeitet, haben wir erkämpft. Und ja, was fehlt? Letzte Fünkchen Engagement? Sagen wir einfach mal Engagement, um den wirklichen Aufstieg zu schaffen. Ja, die Zielvorgabe war von Anfang an, wo ich das Zepter in die Hand hier genommen habe, um Aufstieg zu spielen. Ja, zwischenzeitlich waren wir auf dem ersten Platz, wo wir uns, sage ich mal, 11 Spieltage auch ungeschlagen vorne bewegt haben. Dann gab es halt das Spiel, Hinspiel gegen Concordia Wittenau, wo sie uns die erste schmerzliche Niederlage zugefügt haben. Und dann gab es, sage ich mal, auch eine schwierige Rückrunde zum Start. Hatten wir dann 2 Niederlagen, was uns so ein bisschen, sage ich mal, aus dem Konzept gebracht hat. Aber wir sind wieder auf einem guten Wege, haben selber alles noch in der Hand, haben nächste Woche Berlin in der Mitte und dann das Gipfelspiel gegen Türkei.